Willkommen zurück zu Evonen 2, Kapitel 57. Das letzte Mal sind wir einfach mal in die Anomalie geflogen, in der Hoffnung, dass nichts Besonderes passiert oder nichts Schlimmes zu uns. Und ja, bis auf dass hier alles so ein bisschen merkwürdig aussieht, war jetzt eigentlich nicht wirklich so viel Schlimmes los. Warum ist die Musik aus? Warum ist der Schattenkuro? Warum sind da drei Schattenkuros? Ein Bosskampf gegen Kuro. Upsale. Ich wollte den Kristall nicht drücken. Denn wenn ich in der Seitenansicht bin, kann ich die nicht bekämpfen. Und ich lasse mich viel zu leicht treffen von denen. Ab und zu drücken sie halt selbst den Schalter und... hallo? Lass uns das nochmal neu starten. Die haben mich da irgendwie doch zu sehr festgesperrt. Ja, der Kampf läuft nicht unbedingt immer gut. Aber ich glaube, ihr habt das Prozedere so halbwegs verstanden. Einmal schlagen, dann weggehen, weil sie für eine gewisse Zeit nicht getroffen werden können. Und wenn in die 2D-Ansicht gewechselt wird, schleunigst versuchen, den Zeitkristall zu finden. Hört auf, mich zu treffen. Wo ist der Kristall? Da drüben. Und zack. Weiter geht's mit dem Kampf. Gehen schon wieder zu einem Kristall. Das heißt, wir suchen mal den nächsten. Da oben ist er. Oh oh. Lass mich in Frieden. Danke. Und ab zum Kristall. Ich muss sagen, an sich ist es doch recht witziger Einfall. Das Ärgerliche ist halt nur, dass man theoretisch entweder ziemlich viel Glück haben kann oder gut vorausplanen kann. Und dadurch den Kampf wesentlich einfacher machen kann, indem man einfach dorthin geht, wo der Kristall wohl auftauchen wird. Ich glaube, es funktioniert irgendwie so. Oh oh. Wir haben noch nicht genug. Lasst mich hier hoch. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ist ja nicht so, als wäre es schon mal gewesen, dass ich diesen Boss auf Anhieb geschafft hätte. Aber ja, das ist ein bisschen ein Problem. Man kommt nicht ganz so gut von ihnen weg in der 2D-Ansicht. Klar, sie werden kurz, ihr Dorfschreiber können dich nicht verletzen, wenn du sie triffst, aber es ist trotzdem keine einfache Sache. Hör auf! So. Ja. Guckt euch das an. Gängel wieder an mich an. Und ich muss jetzt hier wieder ganz links drüber. Ugh. Ich habe nur noch die Hälfte Leben. Sag mal, seit wann läuft es so schlecht? Au. Der Kristall ist... Lasst mich doch einfach zu dem Kristall hin. Wieso hat er mich getroffen? Stimmt das vielleicht doch nicht? Das kann doch nicht wahr sein! Treffen mich einfach viel zu leicht, diese Banausen. Aber gut. Jetzt brauchen wir einfach diesen Trick. Wir gehen einfach immer direkt zu den Kristallen hin. Einfach nur, um das Problem vor diesem Kampf zu zeigen. Meine, habt ihr gesehen? Ich habe mich mit denen kein bisschen auseinandersetzen müssen hier. Der andere Kristall ist hier. Die gehen auch schon hier schön brav hin. Zack.
Ansonsten wäre es an sich ganz witzig hier in 2D-Ansicht gegen, in Seitenansicht gegen Draufsichtgegner zu kämpfen zu müssen. Aber so. Das ist schon ein bisschen doof, ne? So, und dann kann man sie nacheinander auseinandernehmen. Ja, hau nur auf den Kristall. Das ist so schön im Zentrum. Und du machst auch nichts mehr. Eigentlich fand ich den Kampf an sich ganz nett, aber jetzt hat man auch ein bisschen gesehen, dass er doch relativ enttäuschend sein kann. Was er jetzt sein kann. Ach, seufz. Jedenfalls haben wir jetzt die Passage geschafft. Können so ein paar Kisten öffnen, wo wir das Fragment der Zeit finden. Die 5 Fragmente des Magischlüssels sind somit vollständig. Ha, Volltreffer. Langsam frage ich mich, wie genau wir hier rauskommen. Ihr habt schon viele brenzlige Situationen überstanden, Kuro. Ich wette, euch fällt etwas ein. Ja, zum Beispiel diese Kiste, die man sonst zu leicht noch vergessen könnte. Einmal ordentlich hier hinstellen. Und wir kriegen noch Kuro? Fragezeichen. Warum auch immer der nicht Schattenkuro heißt. Und guckt sich mal einer das an. Was macht denn diese Flugmaschine hier? Was zum Hals in der Welt ist das für eine bizarre Maschine? Es ist eine Art Flugmaschine. Mit diesem Ding verbinde ich schlechte Erinnerungen. Und dabei dachte ich, ich würde nie wieder in eine steigen müssen. Sie ist genial. Glaubt ihr, Sid, der berühmte Erfinder, hat sie gebaut? Weiß Kuro, wie man sie fliegt? Hat die Anomalie wirklich diese Flugmaschine gefressen? Wenn ihr es fliegen nennen wollt? Och, Fina, du hast gesehen, dass ich sehr gut mit dem Ding fliegen kann. Das Landen war das Problem. Immerhin kommen wir jetzt von hier weg. Und mit dieser Maschine können wir um die Welt reisen. Brechen wir auf. Tja, wenn wir dieses Fragment als allererstes geholt hätten, wäre das fast so ein bisschen am nützlichsten gewesen. Wir hätten diesen Kompass. Was so ein bisschen merkwürdig ist, die vergessen ja die Musik zu wechseln. Also landen wir einfach mal kurz, denn die Flugmusik klingt so ein bisschen anders. Kommt einem vielleicht auch so ein bisschen bekannt vor aus Evoland 1. Was wollte ich noch gesagt haben? Habe ich schon wieder vergessen. Wird sonst nicht so wichtig gewesen sein. Achso, ja, wofür es alles gut ist. Erstens mal dieses Ding hier und zweitens die Flugmaschine, die uns endlich erlaubt, die Welt eigentlich vollständig zu erkunden, einerseits. Und andererseits, ja, überhaupt es uns einfacher schafft, zum Beispiel zu den ganzen Zeitsteinen zu kommen, die sich irgendwo befinden. Tja, hier diesen riesigen Weg hätten wir auch am Anfang machen können. Um da mal hinzugucken. Das Zentrum für Molekularforschung. Was uns mal wieder nichts im Angebot hat. Aber hey, es kann uns wenigstens so ein bisschen was erzählt werden. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Schließen, schließen. Nein, erst öffnen, dann schließen. Der Zutritt zum Zentrum für Molekularforschung ist ausschließlich befugtem Personal vorbehalten. Oh, ihr seid das? Ihr seid schon zurück? In Ordnung, ihr dürft passieren. Ja, dann gucken wir uns das doch mal ein bisschen an. Neben unseren Forschungen zur Schöpfung neuer Lebensformen machen auch unsere Studien zur Manipulation der Zeit große Fortschritte. Wenn alles nach Plan läuft, sollten wir in der Lage sein, die große Katastrophe zu verhindern. Wir wissen noch immer nicht, was unbedingt die große Katastrophe ist. Es sei denn, es war nur die Waffe, die diesmal was kaputt gemacht hat. Einige der größten Wissenschaftler arbeiten im Zentrum für Anomalienforschung. Nur schade, dass ihre Forschungsergebnisse wegen dieses übereifrigen Ausschusses für temporale Ethik nicht komplett umgesetzt werden können. Zum Glück gelten diese Einschränkungen nicht für uns. Wahrscheinlichkeit des Überlebens der großen Katastrophe 1 zu 3720. Ihr habt doch nicht mehr Daten zur großen Katastrophe. Naja,
Ihr seid auch neu hier? Wisst ihr vielleicht, was da im Untergeschoss vor sich geht? Ich habe keinen Zutritt zu diesem Bereich, aber scheint etwas Unglaubliches zu sein. Ich bin eigentlich nicht neu hier. Seid ihr auch neu hier? Ich werde gerade im Zentrum für Molekularforschung aufgenommen. Unglaublich, was hier geleistet wird. Meint ihr nicht? So etwas kann die Welt verändern. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier haben wir einige unserer schönsten Kreationen. Diese Geschöpfe machen sich die Energien der Natur zunutze, um sie biologisch zu speichern, damit wir willkürlich aus ihnen schöpfen können. All das dank der Molekularwissenschaft. Ich meine, guckt euch das an. Das sieht doch ein bisschen nach Yatai aus. Und das könnte die Beschwörung von Fina sein. Kreaturen in Quarantäne 100%, keine besonderen Vorkommnisse. Das ist die für Menos. Nee, ich glaube, ich bringe die ein bisschen durcheinander. Irgendwie sieht das ein bisschen arg böse aus. Das ist auf jeden Fall ein Minus. Und eins davon ist Fina und Velvet. Ich glaube, die haben wir ja eigentlich alle schon gesehen. Bis auf den da drüben. Und das ist der Baum, den wir ganz am Anfang im Wald hatten. Was hast du? Ah ja, habe ich schon geschaut. Oh, und guckt euch mal dieses Viech an. Der winzige Winzling ist ganz schön groß geworden, was? Wenn das so weitergeht, wird er bald so groß wie einer der alten Kontinente des finsteren Zeitalters sein. Dann wird er ganz alleine genug Energie erzeugen. Wer weiß, vielleicht verschluckt es sogar die Anomalie. Ha. Was das wohl sein könnte. Ich kann nur sagen, wir haben das Ding schon mal gesehen. In unserer Zeit. Derzeitige Hybridenpopulation 34. Ziel 10.000. Resultate konsistent mit prognostizierten Zielwerten. Okay. Ah, sind die Dämonen. Sind diese neuen Hybriden nicht einfach wunderbar? Sie werden auf alle Fälle gute Bedienste abgeben. Zum Abschlachten. Zutritt zum Untergeschoss ausschließlich für befugtes Personal. Zutritt gestattet. Ja, für uns ist das gestattet. Auch wenn da nicht wirklich was Besonderes ist. Na gut. So ein bisschen Besonderes für uns ist das schon. Werdet ihr auch gleich sehen. Verteidigungssystem des Projekts aktiv. Wahrscheinlichkeit tödlicher Gewalt 2%. Von was denn? Sagt bloß von euch komischen Maschinen. Fertigstellung des Projekts 37%. Geschätzte Dauer bis zur Fertigstellung unbekannt. Okay. Woher willst du dann wissen, dass ihr schon 37% habt? Ach ja, Computer wissen auch nicht, was 37% sind unbedingt. Ihr müsst im entscheidenden Moment harte Entscheidungen treffen. Geh. Wir verlassen uns darauf, dass ihr das Projekt am Leben haltet. Weißt, wir sind G? Ja. Ja, ich habe den Großteil meines Lebens mit der Planung dieses Projekts verbracht. Wenn ich Glück habe, werde ich noch zu meinen Lebzeiten seine Umsetzung erleben. Aber es gibt noch viel zu tun. Wisst ihr eigentlich, wozu diese Maschine in der Lage wäre? Wenn wir sie erfolgreich fertigstellen, bedeutet dies nicht weniger als Unsterblichkeit für uns. Wäre es uns nicht gelungen, den Zeitstein aus der Anomalie zu bergen, wäre all dies unmöglich gewesen. Es wird noch einige Jahre dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Offensichtlich hat das Zentrum für Molekularforschung sich unserer Probleme mit der Energieversorgung angenommen. Aber wir sind es, die die Sache zu Ende bringen müssen. Die Zeit ist knapp. Die große Katastrophe droht. Wer Zeitreisen hat, ist die Zeit nicht wirklich knapp. Energiezufuhr 3%. Achtung, Energiezustand unzureichend zur Aktivierung. Ach was. Ihr wurdet also für das Projekt ausgewählt, was? Das ist eine große Verantwortung. Lasst euch nicht unterkriegen. Und hier? Na, kommt das bekannt vor? So etwa 56 Videos früher haben wir hier unser Spiel gestartet. Die Büsche kaputt gemacht, Musik gehört, diese nicht wirklich besonderen Gegner niedergemetzelt. Und bevor wir überhaupt großartig weiter konnten, wurden wir einfach ins Jahr 1000 verfrachtet oder irgendwie sowas. Naja, was soll's. Ich will keinen Zutritt, ich will den Raustritt, du Dödel. Ja, da hätten wir eigentlich schon vorher hinkommen können. Aber machen wir jetzt einfach den restlichen Aufwasch. Denn wir können hier noch ein paar Inseln besuchen. Und es wird natürlich in unseren drei Zeiten, so nenne ich es jetzt mal, nicht anders sein. Also, das war jetzt übrigens Dämonia, oder das zukünftige Dämonia, wo wir gerade waren.
Und da ganz rechts drüben war noch so eine Insel. Können wir ja mal hingucken. Ah, da ist so ein Vulkan. Lasst mich landen. Danke. Uralter Vulkan. Ihr wollt nicht mit mir reden. Na gut, ihr kommt schon wieder vorbei. Wir halten uns für rational vernünftige Geschöpfe, die rationale Entscheidungen treffen. Tatsächlich sind jedoch die meisten unserer Entscheidungen gefühlsbasiert. Angst ist ein besonders intensives Gefühl. Und eins, das sich leicht auslösen lässt. Ja, da ist vielleicht was dran. Die große Katastrophe, die das Ende der Zeit auslösen soll, lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen. Oh, faszinierend. Das macht sie zu wenig mehr als einem Mythos, der aus dem finsteren Zeitalter überliefert wurde. Das Projekt wurde jedoch genau dazu durchgeführt, um das Ende der Zeit zu verhindern. Das könnte den Untergang leider bedeuten. Ja. Zum Thema Zeitschleife, ne? Vielen Dank, Prophet. Drehen, drehen, drehen und dann noch einmal drehen und jetzt ewig drehen. Ich habe sonst nichts zu tun. Große Katastrophe unmittelbar bevorstehend. Korrigiere Ende der Zeit. Ich brauche eure Kleider, eure Stiefel und euer Motorrad. War nur Spaß. Was ein komischer Humor. Hier kann man nicht so wirklich rein. Wusstet ihr, dass es hier vor langer Zeit einen Vulkanausbruch gab? Unter Wasser haben wir Ruinen aus dem finsteren Zeitalter gefunden. Hier gab es einen Hafen, Steinhäuser, Lagerhäuser, möglicherweise auch Händler. Oder Piraten. Ich weiß nicht, wofür man hier hin kann. Hier hat sich diesmal keine Tür versteckt wie in Evoland 1. Wie gesagt, habe ich schon Zeitschleifen erwähnt? Das Leben ist nur lebenswert, wenn es wie in ihr euer eigenes Schicksal bestimmt. Sonst ist Freiheit nur eine Illusion. Wie das Leben in einem Film. Das ist die Botschaft, die wir verbreiten wollen, um die Leute vor dem Projekt zu warnen. Die meisten von uns sind aus dem Zentrum von Molekularforschung geflüchtet. Das Projekt ist eine noch größere Bedrohung als das Ende der Zeit. Ob Leben noch Bedeutung hat, wenn ihm Erfolg beschieden ist, es würde das Ende der uns bekannten Zivilisation bedeuten. Bisschen doof, dass hier nirgends so wirklich was zu finden gibt. Halt, wartet, ihr seid... Ach, ihr erinnert euch nicht? Wir haben uns im Zentrum für Molekularforschung kennengelernt. Ich war einer der anderen Kandidaten für die Aufrechterhaltung des Zyklus. Allerdings fiel ich in der Vorprüfung durch. Wenn ihr ebenfalls hier seid, dann willkommen beim Gegenprojekt. Sorry, aber ich bin beim Projekt und nicht beim Gegenprojekt. Hier ist noch so ein kleines Haus, wo wir reingucken können. Ich hatte einen ziemlich beunruhigenden Gedanken. Was, wenn das Projekt bereits abgeschlossen wäre? Seither kann ich nicht mehr schlafen. Dank Zeitreisen ist es schon wieder aktiv. Ich habe ein altes Manuskript über einen Propheten entdeckt, der die große Katastrophe im finsteren Zeitalter erwähnte. Das Ende der Zeit wird jedoch nicht erwähnt. Vielleicht tauchte dieses Konzept erst später auf. Um detaillierte historische Nachforschungen zu betreiben, bräuchten wir weitere Aufzeichnungen. Außerdem wollen die meisten Leute die Wahrheit in Wirklichkeit gar nicht wissen. Großer Prophet? Etwa den, der für uns in der Zukunft noch aktiv ist? Habe ich schon das Thema Zeitschleifen erwähnt? Ja. Das Spiel ist komisch. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier alles abgeklappert, was es in der Vergangenheit zu finden gibt. Aber eine Kleinigkeit können wir uns noch angucken. Und zwar die Nympheninsel. Die gab es damals auch schon. Oder den Nymphenwald. Und das bringt uns natürlich wieder in die Gegenwart. Oh Mann, an diese Zeitverschiebung werde ich mich nie gewöhnen. Da kann man doch gleich mal die Gelegenheit nutzen, um hier ein bisschen durchzugucken. Ob mir da nicht noch irgendwas fehlt. Lass mich mal durch. So, war noch irgendwas im Wald? Natürlich war noch was im Wald. Ich guck mal kurz, wo es ist. Bis gleich. Ach, du bist natürlich auch wieder da, auch wenn wir dich nicht wie wirklich brauchen. Natürlich.
Natürlich ist es eine relativ einfache Kiste gewesen, wo wir jetzt noch ein Stück Mana finden. Nämlich einfach oberhalb des Yoda-Baums war das gewesen. Wie ihr hier auch gleich nochmal sehen werdet. Naja. Was soll's. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir aus dem Wald draußen sind. So, einmal aus dem Wald raus. Und dann würde ich sagen, wir wechseln mal wieder zurück in unsere Zeit. Sofern uns das Spiel da nicht hinwirft. Faszinierend. Naja, dann würde ich sagen, wechseln wir lieber mal in die Vergangenheit. Da möchte ich dann als nächstes noch ein bisschen erkunden. Falscher Knopf. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wunderbar. Ihr habt das Fragment der Zeit. Ich hätte im Traum nicht geglaubt, dass es sich im Inneren der Anomalie befindet. Nur ihr, Kuro, wart dazu in der Lage, es dort zu finden. Ich bin so froh, euch gewählt zu haben. Wir teilen ein Schicksal. Ihr habt die 5 Fragmente des Magischlüssels gefunden. Kommt zu mir zurück, wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen.